Servus Leute, willkommen zurück. Ja, wir sind wieder da, wie oft schon eigentlich wieder angekündigt. Wir haben ein bisschen lange uns Zeit gelassen, ein bisschen rumzugucken, was machen wir, wie fahren wir fort mit dem Channel und sind bei dem Entschluss gelandet. Ja, wir werden ein bisschen aufteilen, Instagram, YouTube, verstärkt jetzt Instagram auch ein bisschen mehr beleben. Wir werden jetzt ganz normal unsere Reviews weiterhin hochladen. Und weitere Talks über Shisha, dies und das. Ihr könnt gerne mal andere Formate in die Kommentare reinschreiben. Wir stellen heute einfach mal einen Tabak vor, der neu auf dem Markt ist. Werden das gleichzeitig auch auf Instagram hochladen. Das heißt, wenn ihr uns da noch nicht folgt, auch gerne mal reinfolgen, wenn das da lieber gucken möchte oder sonst was. Plus, es kommt ein Add-on dazu. Das bedeutet, morgen, nachdem ihr das Video jetzt heute gesehen habt, kommt auf unserem Instagram ein neues Reel online. Und auf dem Reel so gesehen, zeigen wir unseren Lieblingsmix mit dem Tabak, den wir jetzt heute vorstellen. Genau. Also so ein 1-2-minütiges Video, ganz fresh und klein. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit, wir machen knackige Reviews jetzt und starten rein in den Desert Eagle von Darkseid. Was ist es, Alex? Das ist ein Dark Blend von Darkseid. Genau, nur in einer Line rausgekommen, nur in Ja. Baseline, keine Core Line. Leider. Leider ja. Was soll Desert Eagle sein? Soll eine Art Kaktus sein. Kaktusfeige, ja. Ja, Kaktusfeige. Genau, also genau, es soll ein bisschen sehr in diese, sag mal, tropische Richtung gehen. Ne? Genau. Ich würde sagen, stehtechnisch brauchen wir nichts zu sagen. Jeder kennt Darkseid mittlerweile, schön fein, ein bisschen zu viel Molasse. Das war's dazu. Umgefüllt in ein ganz normales Joghurtglas hier. Und geruchlich bin ich da auf jeden Fall auf einem sehr, sehr säuerlichen Film. Das erste, woran es mich sofort erinnert, ist tatsächlich Kaktusfeige-Aroma in der Pfanne, der grüne Tee. Der ist ja grüner Tee, Kaktusfeige. Finde ich enorm nah dran. Ist dafür aber auf jeden Fall sehr, sehr säuerlich. Ja, ich finde auch eine sehr saure Note ist dabei. Ich weiß nicht warum, aber es schwingt halt eine leichte Süße auch mit von der Kaktusfeige, aber auch eher so ein säuerlicher Zitrusfrucht. Ja. Genau, also es geht mehr in so eine Zitrusfruchtrichtung. Ich sag mal, Kaktusfeige isst man jetzt eher selten. Das kann Ja. man schon eher so beschreiben. Das mixt man meistens. Das ist ja auch in vielen Produkten einfach Genau. Aber verarbeitet. man geht ja jetzt nicht nach einem Rewe und holt sich eine Kaktusfeige, das wäre Ja. ja weniger. Deswegen, hier auf jeden Fall muss ich sagen, durch das ja ein Baseline ist, ich würde sagen, man riecht gar keinen Rundtabak drin, was man in der Baseline sonst minimal hat. Aber hier eher bis gar nicht. Genau, so baut es das Ganze in der Ocean Hooker Cane. Voskorimia, Kopfbauvideo wird eingeblendet. Kalaut 1 Plus. Plus 1 mit 3 Kokos Soul Cubes drin. Brauchen das Ganze jetzt gut eine halbe Stunde und ich würde sagen, zieh Ja. mal und guck mal, was da geht. Rauchentwicklung ist bombastisch, ne? Geschmacklich finde ich jetzt, dass die säuerliche Note verschwunden ist. Also wie die im Geruch da war, ist jetzt gar nicht mehr, also kaum merkbar. Und es kommt mehr und mehr diese Kaktusfeigen-Süße raus. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so ein säuerlicher, sondern eher, ja, eher ein süßer Geschmack, finde ich. Das stimmt. Eine Frische hat man mit dabei. Also durch die Säure würde ich sagen. Die Säure spiegelt sich aus dem Geruch mehr im Geschmack als eine Frische da. Nicht mehr in so einem säuerlichen Touch. Ich finde, dafür, dass es ein Dark Blend ist, hält er sich im Geschmack sehr, sehr fruchtig. Ja. Es wird nicht in diese herbe Richtung rein, was eher bei den Dark Blends der Fall ist. In den meisten. Sehr nice, muss ich sagen. Also es Ja. ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kombi, auch wenn es nur eine Frucht ist. Ne? Ja. Kommt es wirklich sehr geil mit dem Grundtabak zusammen raus. Harmoniert geil. Ja, Rauchentwicklung muss man nichts zu sagen. Setup Ja. ist bombastisch für Wie Darkseid. gesagt, ich sag mal so, der ist auch gut, sage ich mal, für irgendwelche Mischen gut, ne? Wie wir ja auch schon angekündigt haben, werden wir jetzt da auch ein paar Mischen raushauen mit, ne? Morgen gibt es eine Mische dazu auf Instagram, da einfach mal abchecken. Genau. Hitze verträgt das Ganze natürlich bombastisch. 200 Gramm, 20,99 €. Ich würde sagen, gerade jetzt für den Sommer den perfekten Flavor da rausgehauen von Darkseid. Mal ausprobieren, wer auf Darkblend steht. Gerade auch für Leute, die vielleicht noch nicht so Erfahrung mit Darkblend haben. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Einsteigermodell, da es in der Baseline ist, da es sehr, sehr leicht zu rauchen ist und wenig Herbe besitzt. Und ich würde sagen, also viel weiter kann man dann nichts weiter dazu rauslassen. Ja, Das lasst einen war's Kommentar eigentlich. drunter, ne?
Guckt euch auf YouTube oder Instagram, ne, werden wir ja verstärkt da sein jetzt. Und ne. Genau, Formate bitte in die Kommentare, was wir noch vielleicht machen sollen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein und ciao! Ciao.